Oktoberfest von Tom Supreme. Ja, ich küsse eure Augen, wir sind live auf Twitch, der Larue TV kommt zum Stream. Haf, gute Nacht. Digga, was 2 Promille, Digga? Ja, ich hab den Tom kennengelernt, super Typ. Ja. Kurze Storytime, Daddies. Wir waren in Hannover bei Erkenne den. Und der Tom war da, ich, Celtix und Nahim. Und nach dem Dreh ist Celtix abgezogen und ich und Tom und Ali SKK, kennt ihr Ali SKK? Wir sind vom Dreh, wollten wir abziehen ins Hotel. Auf dem Weg ins Hotel, Bruder, haben uns Bullen verfolgt. die verfolgen uns, gell? Und ich weiß gar nicht, wer gefahren ist, Bruder. Ali SKK, glaube ich, ist gefahren. Und ich und Tom saßen hinten. Und ich guck so. Und Ali sagt, guck lieber nicht, Bruder. Weil Ali, der hat irgendwie so Ramo-Kennzeichen oder so. Also von der Familie R, A, M, keine Ahnung, irgend sowas. Und sagt, guck lieber nicht und so. Auf einmal, die fahren uns hinterher, die fahren uns. Irgendwann, die überholen uns, die machen diese bitte Folgen und so, gell? Und der Tom, der wird panisch. Sag ihm, Bruder, alles gut. Ja, nee, wir haben nichts, alles easy, alles entspannt und so. Bruder, die Bullen kamen. Und walla, walla, walla. Vielleicht, wenn er das sieht, der kann sich mal dazu äußern. Die kamen Ausweise, die ist richtig unfreundlich, gell? Also die kamen so ans Fenster, Bruder, die klopfen. Richtig unfreundlich. Machen runter. Und er ist nervös irgendwie, gell? Pass auf jetzt, Ladies, jetzt wird's Ding. Und aus dieser Nervosität, der will aussteigen. Und er sagt, ich muss auf Toilette. Und der Bulle, der drückt seine Tür wieder zu. Er sagt, du bleibst sitzen und so. Und der Tom sagt, Amenüsiki. Also, was heißt, der ist so richtig, der sagt, wo, habt ihr das immer so und so? Also, wenn ich mit meinen Freunden kontrolliert werde, dann sind die eigentlich immer nett zu uns. Also, ist das bei euch wirklich immer so, dass ihr so kontrolliert? Und ich denke mir, weil er ist so ein süßer Typ gewesen, gell? Der war so voll, ich sag, Bruder, chill und so, gell? Sag's ein bisschen Schikane, das gehört dazu. Noch nicht fertig, Dreddies. Die machen Ausweise, dies, das. 20 Minuten oder so, machen Ausweise, einer leuchtet die ganze Zeit mit Ding rein und so, mit Licht und dies, das, gell? Und jetzt passt auf, weil es war wirklich ein bisschen Schikane, Walla, es war wirklich ein bisschen Schikane. Gibt er unsere Ausweise, dann steigt der, sagt der Polizist zu Ali, zu dem Fahrer, steig aus. Ali musste, aber richtig unfreundlich, es war kein Haar, es war richtig unfreundlich, Dreddy ist richtig auf, wir hassen euch, ihr hasst mich, so. Steig aus und so, Ali steigt aus. Der sagt, wer ist nochmal? Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste oder sowas. Und das machen die ja extra, um in den Kofferraum zu gucken, weißt du? Weil die haben auch schon davor gesagt, mach den Kofferraum auf, aber Ali hat ihn nicht aufgemacht. Haben die extra gesagt, um in den Kofferraum zu gucken. Und jetzt passt auf, wie, was für das waren. Steigt aus, er macht Kofferraum auf und holt den Verbandkasten, Warndreieck und Licht. Er zeigt ihnen erstmal dieses Dreieck. Weste, alles war da. Und dann den Verbandskasten, 2 Stück hatte Ali sogar gehabt. Der lässt ihn, der sagt, der Polizist fässt nichts an. Der macht nur Licht und er sagt, pack aus und so. Ali packt aus. Auf einmal, und guck mal, was er jetzt sagt. Und der Tom hat Kulturschock bekommen. Der sagt, wo ist das Verfallsdatum vom Verbandskasten? Ich schwöre bei Gott, er sagt, wo ist das Verfallsdatum vom Verbandkasten, yani als ob's Müllermilch wäre, Bruder. Walla billa, Bruder. Walla billa. Und jetzt kommt das Problem. Die Verbandskasten, die waren wirklich abgelaufen. Also das Verfallsdatum von beiden Verbandskasten war wirklich abgelaufen. Bruder, wenn ihr wüsstet, was für ein Theater, also nicht irgendwas, aber Diskussion 15 oder 20 Minuten lang. Diskussion, warum ist, wir könnten euch jetzt verwarnen und Bruder, Walla, die haben uns deswegen aus dem Auto so gezogen und uns Stress gemacht, 25 Minuten. Bruder, ich habe gefragt, wie viel kostet das? Der hat mir gesagt, ein 30er oder sowas oder so. Elmohim, wir haben geredet, ich war bös ekelhaft, gell? Der sagt, was macht ihr hier und so? Weil er hat ja unsere Ausweise gesehen, ich komme aus Frankfurt und Tom aus Berlin oder so. Ich sag, ich bin ein Star. Ich bin hier, ich bin ein Star.
Der sagt, wie Star und so. Ich sag, ja, ich bin ein Star. Ich bin ein Rap-Star, ich bin ein YouTube-Star, ich bin ein Star, bin ich. Ich bin ein Star. Wie viel kostet diese Verbandskasten? Ey, ich weiß gar nicht, 25 Euro oder 30er. Danach, ich hab's aber nicht laut gesagt. Ich sag, alle, was macht der dann für ein Fufi, wenn ich den Verbandskasten will, ein 30er, was macht der dann für ein Fufi und so. Tom lacht und so. Das war schon Schikane. Im Großen und Ganzen haben die uns dann am Ende gehen lassen. Aber der war schon sehr verwundert, weil er war sehr, 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 sehr verwundert. Er sagt, ich hatte sowas noch nie gehabt. Bei mir, wenn die Polizisten mal kommen sollten, wenn wir mal ein bisschen zu laut waren, die sind ganz nett zu uns. Ja, ein bisschen leiser jetzt hier, ein bisschen leiser. Und die ziehen direkt wieder ab. Aber das war schon Schikane, ja. Habt ihr das schon mal erlebt, dass die Polizei nach dem Ablaufdatum, Verfallsdatum von eurem Verbandskasten guckt? Wallah, Billa, sogar ich hab's noch nie erlebt. Das war das erste Mal in Hannover. Echt, Aydin? Wallah? Krass. Krass, 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 krass. Die gucken? Das ist krass. Ich war geschockt, Bruder. Ich war auf alles, ich war geschockt. Und der Ali, der sagt so, das ist abgelaufen. Und der Ali sagt, wo? Und sucht, gell? Weißt du, was der Polizist sagt? Ja, such selber, wo das steht. Er sagt, ich weiß nicht, wo es steht. Und bei Gott, der hat ihn 5 Minuten suchen lassen, wo das Ablaufdatum steht, ohne dass er ihm das zeigt. Der sagt, ja, such. Nein, nein, du musst suchen. So, es war schon Schikane. Richtiger Hund. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zum neuen Video. Oktoberfest! Ey, endlich bin ich zurück, Digga. 2 Wochen hat's gedauert, ich bin wieder zurück im Business. Es ist wieder Zeit gekommen für einen Alkoholtest. Freunde, ich hab die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet in diesem Jahr. Ist es soweit? Nein! Freunde, aber wir wollen herausfinden, wie es ist am Ort, wo die meisten Leute einfach nur den Konsum genießen. Einfach auch mal zu testen. Ich will wissen, wie viele Leute am Pegel drin haben, deswegen, let's go. Ey, ich könnte da niemals chillen, gell, niemals, Bruder. Wenn mich da so ein Besoffener antanzt, boah. Ein bisschen Spaß haben, einfach mal so die Leute interviewen und reinkommen. Oh, Zopfdies. Was, mein Junge? Was, Ozan? Wie viel haben wir drin, hä? Erste Boss. Erste Boss? Ja. Und die Frauen schon hübsch? Ja. Bruder, was hast du am Zahn gemacht? Abgebrochen. Warum? Schlägerei. Schlägerei? Wie ist es abgelaufen? Keine Ahnung. Wir müssen herausfinden, wo der Rekord. Ich bin danach aufgewacht. So, wir haben einmal schon im Leben 2,04 gehabt. Aber ich will mehr. Was ist hier passiert? Ey! Nein. Wie viel haben wir drinne? Halt dein Maul. Sammy, hör auf, Bruder. Weißt du, welche Land das ist, Bruder? Welche? Welche Country? Hey! Where are you from? Italy. Italy. Speak English. Nein. Pusse! Italy, vice Rom, Roma? Milano! Oder ihr esst mich alle auf! 1,17! Es geht! 1,17! Ich schwör's, ich hab's gefühlt die ganze Zeit! Leccare la figa, leccare la figa! Alarm! Allora, cocaina o estrago? No. Where are you from? California. You wanna blow? Alcoholic testimonation. What? You wanna blow, digga. Alcoholic testimonation. Okay, how much you drink? Around 2 liters. 2 liters? Yeah. 2 kilometers? 2 liters. 2 inches? How much is the willy? How much is the willy? How long? Pretty long. Blow! Analyze. 0,86. Vielleicht ein Alkoholiktest, nicht? Ja. Nee, wir trinken nicht. Was macht ihr bei hier? Wir wollten eigentlich ins Bierzelt, aber zu voll. Ich läuft das hier ab mit den Männern. Die sind halt alle besoffen, ne? Ich meine, ich habe gehört, dass, Jam, danke so, schön, mein dass Bruder. Die Damen hier belästigt werden und sowas. Also man wird halt dumm angemacht, so von den ganzen Besoffenen. Wurde ich schon mal angefasst oder so? Nee. Wir sind auch sonst nicht hier. Wir haben nichts getrunken. Warum trinkt ihr nichts? Taugt uns nicht.
Was macht ihr hier? Ja, wir wollten essen. Ne? Oh, da hat sie keine Luft geholt. Annika, super! Jetzt läuft's, Anna Reis. Den Männern läuft's schon, oder? Ja, ich hab einen Freund. Deswegen für Poppy. Raus aus dem Bild. 0,47, aua! Guck mal, wie gechillt sie ist. Ich hab das schon mal gemacht. Klär mal. Hallo. Wer heißt du? Wer heißt du? Maya. Aber dann ist dein Vater Elektriker? Nee. Wenn du ein richtiges Gerät bist. Komm rein. Oh, der Mann hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Du bist ein kleiner Flötenheini, kann es sein? Ja, ja, klar. 0,53, ihr wollt mich alle verarschen. Sind deine Eltern Architekten, ne? Nee. Also gut gebaut. Where are you from and coming? I'm from Philadelphia. From where? You're back, man. Was machst du denn schon wieder hier? He's a man. Uh-huh. And he loves women. Okay. Now he's like 14. And you? Yeah, I'm like 20. How much did you drink for the time? A lot. Yeah? Bruder, renn eine Runde, komm später wieder. You wanna blow in the main? Contest? Yeah, let's do you it. You make a blow in the main. Yes. Ich dachte, ich war schon in Miami gewesen, Bruder. Jetzt muss ich hier mehr Englisch reden auf Oktoberfest. Hier rein. Where? What? Inside the button. That? Here, no. What? Put in here. What? No. 1, 2, 3. Now, yes. Blow. 1, 2, 3. What the fuck? Take a breath. Right? And then blow. And yes, no. Seconds. I'll tell you when to stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keep going. Warum macht die Augen zu? Die genießt richtig, Bruder, ja? Warum macht die so Augen zu, Bruder? Die genießt das ja richtig, Bruder. Boah! Oh, too low! This is too. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. Brauchst du für alles so lange? What can I do? Yes. It's analyzing. 1,49! Oha! Oha, Digga! Bruder, fast 2 Promille, Digga! Ich weiß halt immer nicht, ob man das verdoppeln muss oder ob das so richtig ist. Muss man das verdoppeln? Nein, gell? Aber 1,4 ist schon ordentlich, Bruder. Aber das ist sehr viel. You are the record holder. Wer ist Bruder? Servus, was geht? Wir sind nur Kriminelle hier, ne? Ja, normal, Bruder. Menschen lebt. Schon mal geklatscht? Ja, normal, Bruder. Yeah. Zweimal gehauen in der Oktoberfest. Wie, Bruder? Zeig mal einen. Komm, bleib mal. Das ist nix. Komm mal, sag ich mich, Digga. Kommt die Sparring oder was? Hast du schon mal Alkohol getrunken? Ha? Alkohol getrunken? Nein, Bruder, halal. Immer halal bleiben. Ja, normal. Noch nie getrunken? Nein! Ah, was machst du auf Oktoberfest? Zeig es, Bruder! Wo ist mein Handy? Grüßen! Gerade eine geklärt! Wie hast du es gemacht? Bruder, sie ist zu mir gekommen, sie hat mich umarmt, gell? Ich hab gesagt, gib mir einen Kuss. Danach hat sie mir einen Kuss gegeben und dann sie hat gesagt, oh, auf Wange. Ich hab dann direkt so gemacht. Kuss auf Wange. Normal! Erst normal, Junge! Die war schon geil drauf, weißt du? Die war schon drauf. Die war schon geil. Alle Bruder, wenn Sonnenblumenöl wieder 5 Euro kostet, alle, man muss einfach nur an seinen Haaren ziehen. Amenistikin, was hat er da gemacht, alle? Bruder, geh duschen, Amenistikin, was ist das denn, ja? Kannst doch nicht so rausgehen, Bruder. Ja, ja? Bist du der einzige Deutsche, oder wie? Ja, ich bin halb Franzose. Ich bin halb Franzose, Bro. Warum chillst du mit den ganzen Reisen? Weil, sind so wie Brüder. Was? Sind so wie meine Brüder. Die sind Brüder, Bro. Sind in der Höhle des Löwen! Hab ich, Alter! Eine Sekunde drin gewesen, wir wurden direkt rausgeworfen, Leute. Ich freu mich etwas scheiße. Ich schwöre, Alter. Meine Haare, Alter. Willst du einmal reinblubbern? Ich hab nur einen Despo getrunken. Warum? Also, wir sind gerade erst gekommen. Was das soll? Willst du mal reinblubbern? Ich hab. Nee. Ja? Warum trinkt ihr so wenig? Ja, sind wir erst gekommen. Findet ihr den hübsch? Das ist nicht mein Typ. Warum? Blond. Unsympathisch. Mach mal ein Foto. Cooles Foto geworden. Wie viel habt ihr gesippt? Nicht viel heute. Tatsächlich nur ein Maß. Ein Maß? Aber wir haben vorgetrunken. Ja, wo? Zu Hause. Warum? Weil es zu teuer ist. Was soll das? Ja, was soll das? Freu mich auch. Auf Männersuche auch? Nee, tatsächlich nicht. Nicht? Willst du mal reinschlubbern? Lange, weiter. Mächtiger, ich schloss dir. Warum bist du so gut drauf? Weiß ich auch nicht. Haben sie heute schon Ab 1 Promille ist man Hacke, gell? Oder ab wie viel ist man Hacke? Ist man ab 0,8 schon Hacke? Ich weiß gar nicht. Wird auch nach Körpergewicht und so gemessen, oder? Soffen. Ja. Nemas. Ja. Wie freilich? Ja. Und die Left? Können wir jodeln? Jodeln, ja.
Ich glaube auch an mir. Ja? Ja? Dann geht's heute noch richtig ab, oder? Me don't know, schreibt Melissa. Ja. Ja? Männer? Ja. Bist du betrunken? Nein. Für alle, die es nicht wissen, Melissa arbeitet tatsächlich auf dem Oktoberfest. Nein. Nichts trinken, nichts gut. Warum? Nein, immer halal bleiben, Leute. Habt ihr noch nie was getrunken, oder was? Nein. Schmeckt. Ja, ich mach nur Spaß. Der hat 5 Subs verschenkt, ist nur Spaß. Kann man nicht mehr hier seine Witze droppen, Digga, ja? Bin ich. Hallo! What machen Sie? Was? Was macht ihr hier? Wie ist denn so? Keine Ahnung. Sauft ihr auch? Nein! Hallo! Und die Männer auch schon am Start? Na. Ich brauche ein anderes Opfer im Chat, was ich mobben kann. Melissa hat jetzt das schon ausbezahlt. Ich darf sie nicht mehr mobben. Ich brauche jetzt irgendjemanden anderes. Warum nicht? Na, ich weiß nicht. Na, was suchst du? Hey, geht das so? Ja, was Gutes. Ja. Okay. Was heißt gut bei dir? East Coast for life. Was? Es ist so weird. Und rein. Ja. Pass, weiter. Du bist geil. Mal gucken, was hier drin steht. Klar, komm. Warte nicht so nah. 1,23. Hey, easy, oder? Mensch. Ey, wie gehst du mit so Männern um, wenn du so... 1,23. Ja, Pierce Mati. Was? Gola Puta. Touch den gut. Genau. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, halt die F*** dich in die in deiner Mutter zurück. Smash. Blas. Ja, was haben wir hier? Reicht. 0,46. Oh! Die Damen, wird dich kurz stören. Wir machen eine kleine Umfrage. Oh ja! Ich bin Interview! Gutes, wie viel haben wir getrunken? 2 bis 3 bis 4 Mal. Rekord ist irgendwas mit 1,4? Oh, das habe ich schon mal geknackt. Wie ist das mit den Männern hier? Wurdest du schon mal so ein bisschen angemacht? Ja. Das Ding ist, ich habe auch eine richtig sexy Strumpfhose noch drunter. Da passiert was. Also wenn mich jemand auspackt, will der auch gar nicht sehen. Ja. Weiter. Mehr. Jetzt haben wir's. Jetzt können wir gucken. 0,9999. Hey, das geht ja voll. Ein Promille. Also, ich bin Lin und ich bin auch nüchtern. Sorry, bevor die Stimmung hier komplett kippt, ich sag euch wirklich, ich habe mir erwartet, die Oktoberfest nur Ausländer gefühlt, ja? Trotzdem, lasst ein Like da, kommentiert gerne, was ihr beim nächsten Mal sehen wollt. Und abonniert bis zum nächsten Mal. Du hast das letzte Wort, mein Freund. Glocke aktivieren. Glocke. Darf wir sehen uns. Die Glocke kitzeln? Natürlich, für dich immer. That was racist, ein Stückchen. Ja, ein Stückchen. Also ich weiß gar nicht, was Tom machen würde, wenn er in Frankfurt leben würde. Wow.